diesem Video zeige ich euch, welche Messer man wirklich in der Küche braucht und noch viel wichtiger, wie man damit richtig umgeht und wie man sie instand hält, sodass sie wirklich lange scharf sind. Ich habe 20 Jahre in der Profiküche gearbeitet und man braucht wirklich nicht viele Messer. Wichtig aber ist gute Messer, denn es ist das wichtigste Werkzeug, was ein Koch hat. Und in der Regel hält es auch ein Leben lang. Und seit ungefähr einem Jahr arbeite ich mit der Firma Heiso zusammen. Die machen super Messer, ein ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist ein ganz kleiner Familienbetrieb, Vater, Sohn. Hier ist ein Foto von den beiden. Der Vater heißt Thomas und Jonas. Sehr sympathischer Name übrigens. Wenn ihr euch nur ein einziges Messer kaufen wollt, dann wäre ein Kochmesser meine absolute Empfehlung. Denn das ist einfach das Universalmesser, was man immer wieder braucht und mit dem man eigentlich so gut wie alles machen kann. Ein zweites Messer, was meiner Meinung nach auch super wichtig ist, ist einfach ein gutes Brotmesser. Neben Brotschneiden kann man damit auch zum Beispiel super Paprika schneiden und ganz, ganz viele Sachen. Alternativ zu dem Kochmesser wäre zum Beispiel ein Santoku-Messer. Erfüllt im Prinzip die gleiche Aufgabe, ist aber eine andere Schneidetechnik. Die werde ich euch gleich auch noch zeigen. Es gibt grundsätzlich im Prinzip zwei Schneidetechniken, die man anwendet. Dazu kommen wir gleich. Und als letztes Messer ist ein ganz günstiges, kleines Mini, ein Turniermesser nennt man das in der Küche. Das braucht man zum Beispiel einfach zum Zwiebeln schälen oder in der Küche turniert man Karotten beispielsweise. Man bringt sie in Form. Das macht man heute fast nicht mehr, aber so ein kleines Messer ist immer Gold wert, finde ich. Wie hält man jetzt ein Messer scharf? Das ist eigentlich ganz einfach, mit einem Wetzstahl. Und ein Wetzstahl ist nicht zum Schärfen da, das verwechseln immer viele. Dieser Wetzstahl ist nur dafür da, das Messer scharf zu halten. Und man sollte ihn eigentlich vor jedem Gebrauch, zieht man das Messer da einmal ab. Und das geht ganz einfach, viele haben da ein bisschen Angst vor. Man hält den Wetzstahl still, der sollte sich eigentlich nicht bewegen. Und das Messer hält man in einem Winkel, je nachdem wie das Messer geschliffen ist, von 15 bis 20 Grad. Man kann das ruhig langsam machen, das muss nicht schnell gehen. Und dann zieht man das da locker runter. Immer versuchen, den Winkel beizubehalten. Ja, und irgendwann wird man damit auch schneller. Und das reicht schon. Das macht man ein paar Mal vor jedem Einsatz. Und dann habt ihr ganz, ganz lange Freude an diesen Messern. Nach dem Abziehen würde ich immer einmal die Klinge kurz über ein Tuch ziehen. Denn natürlich bildet sich da so ein klein bisschen Abrieb. Ist minimal, aber will man trotzdem nicht unbedingt im Essen haben. Und wenn die Messer doch irgendwann mal stumpf werden, bietet die Firma Heiso auch einen lebenslangen Nachschleifservice an. Am Ende des Videos gibt es auch noch einen Produktcode für euch, womit ihr ein bisschen was sparen könnt. So, was kann man sonst noch für Messer haben? Also im Prinzip alles andere ist für die meisten eigentlich Spielerei. Ich persönlich habe noch ein Fleischmesser, ein Ausbeinmesser. Das braucht man dafür, wenn man größere Fleischstücke pariert, also Sehnen etc. entfernen will oder Knochen rausschneiden will. Dann ist so ein Messer schon Pflicht, da macht so ein Kochmesser keinen Spaß. Das funktioniert einfach nicht wirklich gut, aber die meisten machen sowas sowieso beim Metzger. So, und das ist auch so eine Spielerei, nutze ich sehr gerne für asiatische Küche. Macht einfach Spaß, ja, damit kann man, wir europäischen Köche sind nicht den Umgang mit so einem Messer gewohnt. Aber man kann es wunderbar trotzdem benutzen. Man kann es auch gleichzeitig als Gemüseschaufel benutzen, wenn man es geschnitten hat. Also ich mache es einfach ganz gerne. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr richtig lernt, mit diesem Messer umzugehen. Gleichzeitig lernt ihr noch einen coolen Trick, wie man Paprika richtig schneidet. So, also wir schneiden bei der Paprika erstmal hier den Kopf ab, relativ knapp, den Boden. Und dann können wir hier, indem wir das Messer ganz flach halten, einfach das Kerngehäuse entfernen und schon haben wir die Paprika im Prinzip kernfrei. Und jetzt kommen wir auch zu der ersten Schneidetechnik. Das machen sehr viele Leute falsch. Das Messer, die Spitze von dem Messer, deswegen ist dieses Messer auch so rund, wie die Kufe von einem Schlitten, die bleibt immer auf dem Brett, die verlässt das Brett nicht und geht in einer Bewegung immer vor und zurück. Dann ganz wichtig, die Hand macht man zu einer Kralle. Das heißt, die Fingerkuppen müssen rein. Weil das ist das Erste, was man sich sonst abschnibbelt. Hat auch jeder Koch schon mehrmals gemacht.
Fingerkuppen rein und hier am Knöchel, das ist quasi die Fläche, die das Messer führt. Da geht das Messer ran und eigentlich sollte es diesen Knöchel nie verlassen. Und wenn man so schneidet, dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ja, also ihr macht im Prinzip, schneidet ihr das in Streifen, wenn ihr kleine Würfel haben wollt. Dann wieder eine Kralle machen. Damit kann man auch gleichzeitig das Gemüse schön zusammenhalten, damit es nicht wegfliegt. Und dann wird das Messer geführt, indem der Knöchel einfach zurückgeht. Eine Sache, die ihr nicht machen solltet, ich persönlich mache es selber auch immer, ist, wenn ich was geschnitten habe, schiebe ich es mit der Messerseite, mit der Klingenseite über das Brett. Besser ist, das Messer dann zu drehen und das so zu machen. Habe ich mir einfach schlecht angewöhnt. Aber ihr könnt es besser lernen. So, was man mit Messern auch nicht macht, die gehören niemals in den Geschirrspüler. Geschirrspüler macht Messer einfach kaputt. Das dauert 2 Sekunden, so ein Messer sauber zu machen. Macht es bitte nicht in den Geschirrspüler. Das war schon mal die erste Schneidetechnik. Die könnt ihr eigentlich immer und überall anwenden. Und dafür eignet sich so ein Kochmesser perfekt. Und jetzt zeige ich euch die zweite Technik. Und dafür geht natürlich auch mit dem Küchenmesser genauso. Aber ein Santoku-Messer ist dafür zum Beispiel auch sehr gut. Damit kann man hier diese Technik zwar auch machen, aber gerade bei viel Gemüse, wenn man viel Gemüse hat, ist da ein Küchenmesser besser oder ein Kochmesser. Und das Santoku eignet sich sehr gut, wenn ich zum Beispiel Sachen wie Champignons, Gurken etc. mit dieser Technik, die ich euch jetzt zeige, kleinschneiden will. Und zwar wird bei dieser Technik das Messer nur hoch und runter bewegt und man hat eine kleine Schneidebewegung nach hinten. Also ich ziehe es quasi hoch und ziehe es dann nach hinten und unten. Diese Technik ist deutlich schwieriger, deswegen würde ich die Anfängern nicht unbedingt empfehlen. Geht auch sehr, sehr gut natürlich mit Gurkenscheiben. Diese Technik ist ein bisschen eher was für Fortgeschrittene. Die würde ich nicht unbedingt einem Anfänger empfehlen in der Küche. Lernt lieber erstmal mit einem Kochmesser so zu schneiden, wie ich euch eben gezeigt habe, mit dieser Schlittenform. Da kann am wenigsten passieren. Und wenn ihr das wirklich gut beherrscht, dann könnt ihr auch mal anfangen, so zu schneiden. Und dann macht auch ein Santoku, finde ich, mehr Sinn. So, dieses Kochmesser ist auch perfekt zum Beispiel, um Kräuter zu hacken. Das ist wahrscheinlich die ungefährlichste Methode, irgendwas zu schneiden. Habt ihr schon in sehr vielen meiner Videos gesehen. Und hier ist das Kochmesser auch besser als ein Santoku. So, zum Kräuterhacken nimmt man auch dieses Messer. Normalerweise, eigentlich hackt man heute keine Kräuter mehr, man schneidet sie. Denn dann bleibt der Zellsaft in den Kräutern drin. Also ich schneide gerade bei Petersilie einfach grob drüber. Und in den meisten Fällen reicht das auch schon völlig aus. Wenn man jetzt hacken will, kommt das Messer einfach auf die Arbeitsfläche. Man legt die Hand flach, ganz wichtig, Hand flach drauf. Und dann macht man wieder diese Schlittenbewegung. Und so kann absolut nichts passieren. Ja, schon sind die Kräuter gehackt. Kommen wir jetzt zu der meist verhassten Disziplin in der Küche, dem Zwiebelschneiden. Mit einem scharfen Messer geht das schon mal deutlich einfacher. Wichtig ist, dass man die Wurzel dran lässt beim Schälen. Beim Zwiebelschneiden gibt es immer wieder diesen Kommentar, dass man sich das schräge Einschneiden doch eigentlich sparen kann. Tatsächlich hat es ja einen Grund, dass wir Köche, wir haben ja schon ein paar Zwiebeln geschnitten in unserem Leben, dass wir das machen. Denn es wird deutlich gleichmäßiger, auch wenn viele es nicht glauben, aber es ist so. Also, man lässt die Wurzel dran, dann
einschneiden. Und schräg einschneiden, wer möchte, wer sie schön klein und gleichmäßig haben will. Und dann wieder die Kralle machen und schöne Schnittbewegungen. Und so kriegt man wunderschöne, kleine, gleichmäßige Würfel. Fast hätte ich noch vergessen, wie man das Messer überhaupt hält. Also ich habe gesehen, manche halten das dann so, relativ weit weg von der Klinge, also nah an die Klinge ran. Ich habe manchmal sogar meinen Zeigefinger auf der Klinge oder eben ganz dicht dran. Daumen habe ich hier und dann habt ihr das Messer sicher in der Hand. So, zu guter Letzt zeige ich euch noch ein paar Schnittformen an der Karotte. So, die Karotte schneidet man einfach einmal hier den Boden ein bisschen gerade. Dann kann ich sie nämlich so hinlegen, dass sie mir nicht wegrutscht. Dann schneide ich so dünne Scheiben runter wie möglich. So, diese Scheiben kann ich dann wieder in dünne Streifen schneiden. Großartig für Salate, für Pfannengerichte, kurzgebratenes. So, und dann kann man aus diesen Streifen noch kleine Gemüsewürfel schneiden. Die nennt man dann Brunoise. So, und warum machen wir Küche und so einen Aufwand? Ganz einfach, weil es einfach auch anders schmeckt. Wenn ihr in so eine Karotte reinbeißt, wird es anders schmecken, als wenn ihr in so ein ganz dünnes Stück Karotte reinbeißt. Und gerade für Salate ist so eine Variante zum Beispiel sehr viel angenehmer. Oder für Dressings. Also Einsatzmöglichkeiten gibt es ohne Ende. So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich konnte euch Lust darauf machen, ein bisschen mit dem Messer zu üben. Und die Messer, die ich hier verwendet habe von der Firma Heiso, die findet ihr unter dem Video verlinkt. Und mit dem Produktcode thomas.kocht kriegt ihr auch noch 10% Rabatt auf ein Messer. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich in dem Fall wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, lasst gerne ein Abo da. Und dann hoffe ich, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.